Mein Traumberuf war es, Lehrerin zu werden. Ich wollte schon immer gerne Menschen was erklären und mit Kindern zusammenarbeiten. Und das war eigentlich das, was ich machen wollte. Ja, jetzt bin ich Bundesfamilienministerin geworden. Und das aus einer lokalen Position heraus. Ich war 16 Jahre lang im Berliner Bezirk Neukölln. Anfangs als Europabeauftragte, dann als Bildungsdezernentin und dann als Bezirksbürgermeisterin tätig. Ich habe also 16 Jahre kommunalpolitische Arbeit gemacht, auch in schwierigen Lagen, die jetzt wichtig sind, auch für die kommende Arbeit. Ich denke, dass der Beruf des Lehrers oder der Lehrerin ja ganz klar mit dem Dinge erklären, Dinge vermitteln können zu tun hat, auch sich kümmern um Menschen. Und das ist, glaube ich, etwas, was immer in Politik auch wichtig ist. Wir müssen erklären können, was wir tun. Wir müssen es vermitteln können. Und wir müssen für diejenigen da sein, denen es vielleicht auch nicht so gut geht in der Gesellschaft, aber wir müssen alle betrachten. Und wenn es Probleme gibt, eben die auch anzupacken und anzugehen. Und da gibt es schon ganz schön viele Parallelen und manchmal muss man ja auch erklären, warum Dinge nicht gehen. Und auch das ist wichtig, hier transparent zu sein und das dann auch klar zu sagen. Ich hoffe, dass es gelingt, eine gute Familienministerin zu sein und die Themen, die eben die Kinder, die Jugend, die Seniorinnen und Senioren, die Familien in Deutschland betreffen, gut voranzubringen. Und es geht schon darum zu schauen, wie können wir etwas gegen Kinderarmut tun, wie können wir die frühkindliche Bildung stärken, wie können wir Erzieherinnen und Erzieher auch besser unterstützen. Denn letztendlich in der frühkindlichen Bildung liegt die Zukunft. Und natürlich gehört auch das Thema Frauen und Gleichstellung dazu. Es geht um ein konsequentes Vorgehen gegen Gewalt an Frauen, gegen Zwangsverheiratung und die Seniorinnen und Senioren sind aus meiner Sicht auch eben ein wichtiges Thema. Es geht auch um Engagement, es geht um die Förderung von Engagement, es geht um aktives Altern und es geht um eine aktive Jugend. Und ich glaube, da ist in den nächsten 4 Jahren wirklich eine Menge zu tun.